Herzlich willkommen zum letzten VBL Talk im Jahr 2022. Und passend zum Thema Weihnachten könnte es nicht anders sein, dass wir heute den VBL Märlibus thematisieren. Und bei mir ist die ganz bekannte Geschichtenerzählerin, Jolanda Steiner. Es wird eine Challenge für mich, weil du ja so gerne Märli erzählen, dass wir heute nicht zu lang werden. Herzlich willkommen im VBL Talk. Ja, danke vielmals für die Einladung. Der VBL Märlibus, was bedeutet dir der? Der bedeutet mir richtig viel. Also so Weihnachten, Märlibus, ja, das ist über 25 Jahre her, wo das zu meiner Weihnachtszeit gehört. Und darum ist es fast schon ein persönliches Ritual. Was ist der Märlibus ganz genau? Der Märlibus ist jetzt in Luzern so, dass die Kinder nicht im Bus eine Geschichte erzählt bekommen, sondern sie werden mit einem schön verzierten Märlibus an einen Ort gebracht, wo sie auch nicht wissen, was es ist. Und dort bin ich schon 3 Stunden vorher und richte ein bisschen ein, dass es auch märchenhaft aussieht. Dann kommen sie, geniessen mal ein Märchen und dürfen nachher ein Zwiri essen. Und dann gibt es noch einen Tanz und ein kleines Geschenk aus der Schatzkiste. Und was auch ganz wichtig ist, der Märlibus ist nicht irgendwie profitorientiert. Also VBL gibt all die Ticketeinnahmen gleich wieder weiter. Spendet das in einem guten Zweck und die Kinder kommen trotzdem am Schluss aus der Schatzkiste ein Andenken über. Ich finde das wirklich grossartig und auch grosszügig. Du hast es angesprochen, es ist ja nicht einfach so, dass man im Bus in einem Märli erzählt, das meinen viele Leute. Man war jahrelang im Seeburg raus, in ganz vielen verschiedenen Destinationen. Das sind wir hier bei uns im Depot, dass die Kinder auch mal sehen, wo wir daheim sind. Wenn du so ein bisschen die verschiedenen Destinationen rückblickend anschaust, was war so das Highlight? Es ist so ganz unterschiedlich. Es war überall eigentlich gut gewesen, einfach ganz anders. Und es ist natürlich ein riesiger Spagat, wenn ich denke, ich habe im Lütheater eine Bühne erzählen. Und es war noch lustig, oder? Dann habe ich all das eingerichtet und dann mussten wir ein bisschen pressieren, weil dann ist die Show losgegangen. Wir haben also die Darstellerinnen und Darsteller, die eigentlich schon hätten zählen, einturnen, einsingen, mir noch geholfen, Kulissen verräumen, also so schatzig. Und dann, gleich, also ein paar Jahre später, jetzt hier in einem Sitzungszimmer probiere ich, die Märliwelt aufzubauen. Es ist überall speziell und eine Herausforderung und ich kann nicht sagen, dort war es am besten gewesen. Bei der Seeburg war es halt einfach schön gewesen, bei dieser Tour, wo sie dann raus sind und die ganze Lichtli-Geschichte, dort ist man wirklich vom Märli nochmal in eine Märli-Welt gekommen. Zumindest in der Weihnacht. In den letzten 2 Jahren leider hat man das nicht können erleben, wegen der Corona-Pandemie. Wir haben aber gleich ein digitales Märli gemacht. Wie war die Erfahrung für dich? Ja, ist für mich zwiespältig. Ich muss sagen, die ganzen Aufnahmen und auch nachher, was rauskommt, gerade bei der ersten Session dort im ersten Jahr, die ist wunderbar gewesen. Es ist auch wieder ganz anders als live. Aber ich erinnere mich, ich habe ja ein Auto voll Kuscheltierli angeschleppt. Also statt Kind sind einfach 45 Kuscheltierli mitgekommen. Und dann haben wir die so hingestellt, wie die in den Bus reinsteigen. Am Schluss waren sie im Bus drin. Und wir sind durch die Stadt gefahren, dass wir ein bisschen schönes Filmmaterial haben. Und die Leute draussen, ich sehe die noch, oder? Einfach Kuscheltierli, die zum Fenster schauen. Und wir touren hier um Luzern. Das war also schon auch ganz schön gewesen. Und sehr viele haben es auch geschaut. Und man kann es ja immer noch schauen auf eurer Homepage. Und ich will es nicht missen, aber ich bin schon froh, haben wir jetzt wieder Kinder einfach so da und ich kann dann in die Augen schauen und mit ihnen reden. Und ohne Maske, gell? Wunder. Ja, natürlich. Ja. Genau. Jedes Jahr ein neues Märli, wie werden die ausgewählt? Ah, dann darf ich einfach so sagen. Also ich, meine Lieblingsmärli, auch ein bisschen die, wo ich denke, die Altersklasse spricht es an. Sie sind ja so ab 5, 6, sie kommen jetzt und es darf dann auch ein bisschen spannend sein. Es sollte auch etwas hergeben für einen Bus, um zu dekorieren. Und im Sommer muss ich mich dann aber schon entscheiden. Das ist nicht ganz einfach, weil manchmal gibt es wieder neue Märli, die ich gerne erzählen würde. Aber das ist schön, ich habe ganz freie Hand. Du hast es gerade angesprochen, 5, 6. Also man muss mindestens 5 sein, maximal 10. Das ist ein bisschen die Range, dass auch ein Märli passt. Wie lebst du Kind während dem Märli? Sie kommen sehr so zurückhaltend an und sie haben dann so die Hand, Geschwister oder Freunde. Sie kommen ohne Eltern, oder? Genau, das ist ganz speziell und auch anders, als wenn ich sonst öffentliche Aufführungen mache. Ich merke dann, ich muss sie ein bisschen entgegennehmen, ihnen als Zeichen geben. Es ist ja die Begleitperson dabei, der Chauffeur, der Mio ist da und sie dürfen alles fragen und es ist ganz wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen. Es geht nicht nur ums Märli, es geht um das Zusammensein.
Und nach dieser eineinhalb Stunde, dann sind sie so ganz, ganz lieb zueinander. Und der eine hilft nicht diesem. Und da ist vielleicht sogar ein Kind dabei, wo sogar ohne Gespähnchen, ohne Geschwister zu kommen. Und zu dem schauen wir dann speziell. Es funktioniert wunderbar. Funktioniert, ich glaube, auch wenn wir zum Abschluss kommen, die, dass es weitergeht, oder? Also, du hast mir vorher gesagt, du machst das rund 25 Jahre, sogar noch länger. Und es kommen jetzt schon Kinder von den Kindern, die damals mal dort dabei waren. Also. Richtig, das ist wirklich, wo die Kinder mir Grüße ausrichten von, ich sage jetzt aber Vornamen, ob ich es noch kenne. Und dann frage ich, und er sagt, das ist meine Mami, das ist Ammerli rausgekommen. Und dann freue ich mich schon sehr, aber ich denke, ja, ewig lang würde ich es auch nicht mehr machen. Sonst noch so ein Highlight jetzt aus diesen plus minus 25 Jahren? Ja, es ist einfach für mich eine grosse Dankbarkeit, würde ich vielleicht am Schluss noch sagen, dass ich das so lange machen darf. Ich würde auch verstehen, wenn man jetzt mal sagt, nein, jetzt ist gut, jetzt hat sie es über 25 Jahre gemacht, aber für mich ist es wirklich so ein Heimkommen und das grosse Vertrauen, das ich von Fabiel bekomme. Und ich werde halt auch unter dem Jahr angesprochen. Sie fragen mich manchmal, wann kann man wieder Tickets beziehen. Das ist schön für mich. Danke vielmals für alles, was schon war und noch kommt, Jolanda Steiner. Das war der letzte Fabiel-Tag vom Jahr 2022. Vielen Dank fürs Interesse. Schöne Festtage und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr.